Hallo YouTube, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Mafia 2. Wir haben jetzt den Weg, ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zu El Greco, dem scheiß Maler, nein, dem scheiß Arzt, du Idiot, so sagte das Henry zu uns, nachdem er den Schuss ins Bein bekommen hat. Und da werden wir jetzt versuchen, so schnell wie möglich hinzukommen. Polizei ist schon auf dem Weg, die sind, glaube ich, gleich hinter uns her, wenn mich nicht alles täuscht. Wie ich das gehört habe, gerade in dem Vorspann. Legen wir los. Also, viel Spaß. Wenn ich draufgehe. Hey, sag sowas nicht. Das ist nur ein Kratzer. Der Doc flickt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir einen heben. Nein, wirklich. Sei lieber still, dann sparst du deine Kräfte. Habe ich mal in einem Film gehört. Ach ja? Und jetzt auch noch auf Was Zeit. Was ist mit dem Film passiert? Abgekratzt. Ja. Mann, du fährst ja wie meine Großmutter. Joey, der ist total aufmunternd. Was ist mit dem Kerl passiert in dem Film? Der hat jetzt abgekratzt. Macht der Henry super viel Mut. Und wir werden so schnell wie möglich fahren, dass Henry wieder schnell fit wird. Und wir haben wenig Zeit. So viel Zeit bleibt uns noch oben rechts in der Ecke, sehen wir das? Bis Henry stirbt. Wir müssen rechtzeitig bei El Greco ankommen. Vito, komm schon, geht die Karre nicht schneller? Wir müssen die Bullen abschütteln. Ich fahr so schnell ich kann, verdammt. Das ist Shit. Aber nicht schnell genug. Mach dich locker, Mann. Ich hab ein Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Ich verfahre mich und von rechts kommen mir die Polizisten. Ich fass es nicht. Hey Vito, gib Gas. Henry schwitzt schon wie eine Hure im Beichtstuhl. Oh. Ich fahr schneller, wenn du endlich die Klappe hältst. Also, wer ist der Typ eigentlich? Welcher Typ? Der, zu dem wir Henry bringen. Herr Greco? Ein Arzt. Ich bin ein paar Kröten und er fliegt dich zusammen. Ohne lästige Fragen. Zu dem Kerl geht man, wenn man nicht ins Krankenhaus kann, du Genie. Warum sollte man nicht ins Krankenhaus können? Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst, rufen die doch sofort die Bullen. Ja. Und Herr Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche. Du wirst ihn aber wohl nicht brauchen, Vito. Bei dir verheilt es immer sehr schnell. Muss an deiner Ernährung liegen. Arsch. Boah, komm schon, Vito, bei dem Tempo sind wir ja zu Fuß noch schneller. Hey, Henry, nicht einschlafen, halt durch. Ja. Halt durch, Kumpel. Wir sind gleich bei El Greco. Ich kann jetzt schon das Loflake riechen. Nur noch. Ach, scheiße, hier ist jetzt alles um. Das Auto wird ja. Also ist polizeilich gemeldet, ist gesucht. Was macht der Typ? Was macht der Typ? Fährt auch noch rechts rum. Mein Gott, da fahr doch schneller rechts rum. Fällt uns hier wieder auf, ey. Wir sind schnell bei El Greco. Wir sind nicht geguckt, wie weit das noch ist. Oh, drück auf die Tube. Oh. Ja, sonst verreckt Henry noch. Dann kannst du ihn beerdigen. Wir werden ihn gar keinen beerdigen. Ach, das ist schon hier vorne. Wir werden das doch geschafft haben. Vito, das ist das Haus. Park direkt davor. Ja, ich park doch schon. Mein Gott. Mach mal keinen Stress. El Greco, der Arzt? Nein, ich bin El Greco, der scheiß Maler. Unser Freund braucht Hilfe. Er verblutet. Danke, Doc. Oh, Sie haben was gut bei uns. Schafft ihn rein. Macht schon. Wartet. Hier für dich, für den Job. Nimm es. Das kann doch warten. Na gut. Hey, danke für alles. Halt die Ohren steif. Ach, nur ein Kratzer. Ich bleib bei Henry. Wir treffen uns dann bei mir. Gut. Das gibt's nicht. Das schämen wir dir an. Bei dem Herrn El Greco. Und tatsächlich, wir fragen El Greco, der Arzt. Und dann kommt er, nein, El Greco, der scheiß Maler. Er übernimmt tatsächlich auch noch, die Worte von Joey. Also schlimm kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Da sagt Henry auch noch nur ein Kratzer. Aber ehrlich. Polizei kommt ja, ich freue mich. Ich freue mich. Wenn
zumindest haben wir das Geld schon bekommen. 2000 Dollar. Wir werden ja immer besser und immer reicher. Ich glaube, es werden auch immer besser bezahlt, aber sie werden auch immer heftiger, finde ich. Wie man gerade gesehen hat, nichts ist einfach. Ich bin ja auch schon einige Mal hier gestorben. Ich bin jetzt immer froh, hier das geschaffte Level. Wir geben weiter Gas. Treffen uns, der Dackel betrauen uns wohl. Bei Joey. Halb gegen die Wand gefahren, hat sie auf einmal das ganze Auto verzogen. Ach, wir müssen nach Hause. Wir fahren nach Hause. Hier haben wir doch gewohnt. Da in der Ecke. Ach, wie schieben wir jetzt die 2000? Wir können der Familie helfen. Wir können unserer Familie helfen. Wenn wir jetzt das Geld, glaube ich, zusammen. Gehen wir doch mal rüber. Nach oben zu Mama, zu meiner Mama und zu meiner Schwester. Da, genau. Vito, hey, wie geht's dir? Nein, nein, ich bringe euch nur das Geld, um Papas Schulden zu zahlen. Oh, Vito, das ist toll. Ich wollte sehen, ob ich's nicht in Raten abstottern kann. Ein bisschen was habe ich schon zusammen. Er würde uns doch nichts tun. Da wäre ich nicht sicher. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wo hast du das viele Geld her, Vito? Du hast doch nichts getan, was dir leid tun müsste. Hey, keine Sorge. Alles bestens. Ach, danke, Vito. Danke. Schon okay. Ich hau wieder ab. Ich will nicht, dass Mama mich sieht. Sie wird auch fragen, woher das Geld ist. Keine Angst. Ich lass mir was einfallen. Okay. Gib ihr einen Kuss von mir. Mach ich. Pass auf dich auf, Vito. Ja, jetzt sind wir wieder um 2000 Dollar... ärmer. Aber was tut man nicht alles für die Familie? Damit es der Familie auch gut geht. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Glück. Und alles läuft mal nach Plan. Na, soll ich dir aufhelfen? Ich bitte jetzt ungern in das Auto wieder nehmen. Drück mal das Dach an. Wenn wir uns nicht sowieso bei Joe treffen. Ich denke mal schon, dass wir zu Joe gehen. Auch wenn ich schlafen gehe, dann springe ich zum nächsten Kapitel. Ja, dann gehe ich da mal schlafen. Dann gehe ich zu Joe. Wo wir ja momentan noch rumhausen. Springen wir dann zum nächsten Kapitel. Dann haben wir es dann auch geschafft. Joe ist wieder da. Wir gehen jetzt mal wieder vorne rein. Wir werden Mafia-Meister. Meister! Tür ist offen. Nix wie rein. Ne, wir müssen noch einen nach oben. So, hier sind wir richtig. Hier wird schlecht. Vorher gehen wir aber nochmal in den Kühlschrank und nehmen uns mal eine Flasche Stolzbier. So, gleich sind wir wieder arschvoll. Aber bevor wir arschvoll werden, oder auch nicht, setze ich hier mal ein kleines Ende. Es reicht hier für diesen Part von dieser Stelle. Es ist wieder genug geschehen. El Greco hat Henry bekommen. Wir sind zu unserer Schwester hingefahren, wir haben das Geld abgegeben. Und bevor wir jetzt wirklich das neue Kapitel starten, mache ich ja mal wirklich einen kleinen Cut. Es ist zwar jetzt ein relativ kurzer Part im Vergleich zu den anderen,
Aber wir setzen jetzt mal hier vernünftig einen Cut. Denn das Kapitel beginnt nämlich jetzt gleich. Also, bis zum nächsten Mal. Tschaußen, Leute.